Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Tutorial. Und zwar soll es heute darum gehen, dass wir uns den Tabletop-Simulator ansehen. Ich habe euch ja schon die ein oder anderen Spieltische vorgestellt, unter anderem Fantasy Grounds 2 und auch Map Tool. Gerade mit Map Tool habe ich eine ganze Menge gemacht und kann dann natürlich auch noch ein bisschen mehr machen, weil das mein Hauptprogramm ist. Aber heute soll es eben um einen anderen Tisch gehen, der anders ist. Es geht jetzt hier, wie gesagt, um Tabletop und ja, wir haben jetzt hier eine Karte schon mal geladen. Das ist das, was man damit dann eben machen könnte. Wir sind jetzt hier auf alle Fälle dann im dreidimensionalen. Ob das die Zukunft des Rollenspiels, des Online-Rollenspiels ist, das weiß ich selber nicht genau. Man könnte das mal für einzelne Szenen ausprobieren. Das ist auf alle Fälle unglaublich viel Aufwand beim Vorbereiten. Es gibt natürlich auch schon ein paar Spiele, die man sich dann ansehen kann. Also man könnte jetzt hier auch Gloomhaven oder so etwas spielen. Man kann Uno spielen. Man kann sich jetzt ein paar andere Labyrinthe laden. Man kann hier natürlich auf den Workshop zugreifen. Und andere Leute, andere Spielleiter, die dann schon viel mitgemacht haben. Ich kann hier auch einfach mal, also diese kleine Halle habt ihr jetzt schon mal gesehen. Ich werde euch jetzt einfach mal diese Kanalisation mal zeigen. Die hat jemand anderes gebaut. Die habe ich mir dann im Workshop organisiert. Das kann die Zukunft sein. Ist es aber in meinen Augen sehr schwer zu bedienen. Es ist nicht ganz eingängig, nicht ganz so intuitiv. Also ich kann mich jetzt hier mit der rechten Maustaste, kann ich mich so ein bisschen bewegen oder versuchen eben zu drehen. Ich könnte jetzt hier auch Spielsteine draufstellen. Wir können dann hier mit Objekten handhaben. Auch hier gibt es dann wieder Möglichkeiten für den Spielleiter oder auch für die Spieler. Das kann ich alles einstellen, wie ich möchte. Ich kann mal gucken, ob ich ein paar Objekte einfügen kann, und das sind jetzt ja so ein paar Objekte, die ich mir mal irgendwann reingetan habe. Man kann die auch selber alle bauen. Da musste man dann ein bisschen ja erfinderisch sein, man muss sich da so ein bisschen mit auskennen. Aber wir haben jetzt hier sowas wie einen Dieb, wir haben hier einen Elfenbogenschützen, wir haben hier ein paar Monster drin, ein Zwerg, auch der kann sich hier sogar bewegen, wenn man ihn hochnimmt, dann kann man ihn dann eben von der einen Fliese zur nächsten verschieben. Wir haben hier ein paar Gegner, ich kann die größer, kleiner ziehen, ich kann die drehen, dass man dann auch von hinten angreifen kann. Ich habe hier auch noch ein paar Sachen, na, ab und zu muss das ein bisschen nachbuffern. Der Arbeitsspeicher, so dass man hier dann eben ja gegen Rattenwesen kämpfen könnte. Die Anzahl der verschiedenen Objekte, der Gegner, der Feinde ist beliebig groß. Ich kann die ausstatten mit einigen Werten. Ich könnte dann hier auch würfeln. Ich kann hier mein eigenes Skript erschaffen. Ich könnte hier im Notebook könnte ich ein paar Notizen anlegen. Ich kann natürlich auch den Tisch flippen. Das möchte ich jetzt nicht machen. Das kann ich am Ende nochmal kurz demonstrieren. Wenn einem etwas gerade nicht so gefällt, dann drückt man hier halt drauf. Und dann wird der ganze Tisch, den ihr jetzt hier seht, wird dann umgeschmissen. Alle Figuren fallen sonst wohin. Der Table Flip ist nicht so beliebt bei dem Spielleiter. Sollte man sich also nicht überlegen, ob man das tut. Ja, was ich jetzt hier geladen habe, ist eine weitere Map, die jemand für mich gebaut hat. Und was wir hier sehen können, ist dann, dass hier noch sehr viel Neues geskriptet worden ist. Zum einen ist auf dem Tisch ein Taschenrechner, wofür man auch den auch immer braucht. Man hat jetzt hier Würfel, die man in die Hand nehmen kann, mit denen man würfeln kann. Man kann sie schütteln, man kann sie auch in diesen Würfelturm schmeißen, wo er dann 3D-technisch irgendwie simuliert wird. Und dann kann man hier auch eine 14 würfeln. Wir können uns eben auch noch verschiedene andere Würfel nehmen, die dann hier herumkullern. Es ist unglaublich, was man hiermit noch machen kann. Man kann jetzt hier irgendwelche Karten mischen, drehen, verschieben, aufdecken, aufdecken lassen, kann die irgendwelchen Spieler zuordnen. Wir können dann hier auch unsere Character Sheets importieren. Das ist viel Aufwand, aber es geht. Was ich eben auch noch machen könnte, ist, dass ich ein Tablet mir hier hinlege. Auch das habe ich schon bei dem einen oder anderen Würfeltisch gesehen. Dann liegt hier eben neben dem Taschenrechner oder statt dem Taschenrechner liegt hier noch ein Tablet, und
das hat Zugang zu Google oder zu anderen Websites. Das heißt, ich kann jetzt hier mit meinem Zeigefinger, kann ich irgendwo draufklicken und kann sagen, ich bin jetzt in der Google-Spalte. Wisst ihr was, ich werde euch das einfach mal zeigen. Ich werde einfach mal noch einen anderen Spieltisch aufmachen. Aber ja, wie gesagt, ich kann jetzt hier meine Charaktere reintun, kann sagen, wo die hinlaufen sollen, wo sie stehen. Hier sind wieder meine Monster drin. Hier ist so eine Chimäre, so eine dreiköpfige, die sich eben auch die ganze Zeit bewegt, die angreift, die ihre Köpfe ja benutzt. Wir haben hier auch irgendwelche Sterbeanimationen. Ich kann, wie gesagt, sagen, dass sie attacken soll. Ich kann sagen, dass sie sterben soll. Und ich kann sie größer, kleiner ziehen. Ich kann sie rotaten. Ich kann weitere Skripte benutzen. Es ist hier so sehr viel zu tun. Das macht, glaube ich, das Spiel nochmal eine Nummer krasser. Also, da ist wieder das Problem, dass ich da nicht weiß, wie viel Aufwand das wirklich für einen Spielleiter ist, so etwas zu machen. Wer das mal ausprobieren möchte, Tabletop Simulator. Ich komme mit der Steuerung noch nicht ganz zurecht, aber eine Möglichkeit wäre es, so etwas mal zu benutzen und sei es auch nur testweise für einen Abend. Ja, hier nochmal eine andere Map dargestellt, da dann kein Dungeon, sondern ja so eine Waldkarte, wo man dann ja sich angucken kann, wo sitzen dann die Leute in den Zelten, ob das jetzt Räuber sind oder ob das, naja, ob das eine richtige Stadtwache ist, die dann da sitzt, dass man dann hier aus dem Wald kommt und hier Einlass begehrt und hier neben ist dann das Fort mit irgendwelchen ja, Practice-Dummies, also Übungsfiguren. Was ihr dann daraus macht, ihr könnt euch wie gesagt dann auch den Untergrund selber bauen. Hier haben wir sogar dann auch gesehen, dass das so eine richtige schöne kleine Spielmatte ist. Die gibt es ja bei den richtigen Tabletop- Karten, die man dann irgendwo im Keller hat oder so, im Hobbykeller, dann kann man ja auch solche Grasmatten auslegen. Also, was ihr dann damit tut, das ist euch, wie gesagt, komplett überlassen. Ihr könnt dann eure eigenen Karten bauen, könnt dann Steine hinziehen, irgendwelche Monster spawnen. Es ist echt viel. Was ich auch noch machen kann, ist flicken. Also, wenn hier eine Person steht, kann ich die auch umschmeißen, kann dann auch bestimmen, mit welcher Kraft. Es ist viel Spielerei dabei. Ich kann hier mit Texten arbeiten, ich kann auf die Karte draufmalen, ich kann irgendwelche Linien einziehen, irgendwelche Sichtlinien. Ich kann Anmerkungen reinschreiben, ich kann zeichnen, also was auch immer ich hier tue. Ja, wenn ich das Ganze auf die Spitze treiben will, dann kann ich auch so Sachen laden wie Gloomhaven. Ich glaube, das ist mittlerweile auch irgendwie jedem ein Begriff. Gloomhaven, ein Fantasy-Dungeon-Crawl, der unglaublich komplex ist. Wir haben hier unser Szenario-Book, wo wir dann wissen, was wir aufbauen müssen. Wir haben hier unsere Charakter-Bögen, die wir dann hier auswählen können. Also der Brute, der Tinkerer, die ich mir dann hier auch auswählen kann. Ich bekomme dann Karten, ich kann mich hier an den Tisch setzen, ich kann mit anderen Spielern spielen. Wir haben hier ein Game Setup, ein Battle Interface, wir haben Initiative Tracker. Ich kann hier so sehr viel machen, es ist einfach unglaublich. Ich habe hier noch unsere Map Tiles in so einer kleinen Kiste. Ich kann die Kiste aufmachen, kann da was rausziehen. Hier ist sogar eine kleine Kerze, die dann noch rumsteht. Ich kann gerade mal auf die andere Seite gehen. Auch hier dann die Karte von Gloomhaven, wo ich dann verschiedene Aufkleber dann auch noch aufsetzen kann. Was haben wir hier? Hier haben wir auch noch ein paar Feinde. Die kann ich mir dann in mein Schiebekärtchen stecken, damit ich eben als Spielleiter auch weiß, was kommt wohin. Es ist alles, also das komplette Spiel ist hier drin. Wer das also auch spielen möchte, sucht sich einfach ein bis zwei, drei andere Freunde. Es ist natürlich jetzt nicht das, was man es auch am Tisch hat, ne? Dass man dann auch was Haptisches in den Händen hat, das ist natürlich noch viel schöner. Aber es ist in Anführungsstrichen umsonst, also ich kann das mir aus dem Workshop herunterladen und naja, wenn ich eben nicht die Möglichkeit habe, mir das Spiel zu kaufen, sondern nur diesen Tabletop-Simulator, dann würde es eben auch gehen. Wie gesagt, einfach mal reinschauen, was da so drin ist im Workshop. Ich habe das mal hier aufgemacht. Auch hier könnt ihr noch sehen, ich habe mal eine alte Hafax-Karte aufgemacht. Also ich kann hier dann auch die Aventurien-Karte reinladen und kann mich dann eben auf der Aventurien-Karte mit ein paar Token bewegen. Das ist noch sehr unfertig, deswegen werde ich das jetzt hier nicht laden. Aber ganz generell, wir können hier auch sehen, Skitari, also Warhammer 40k kann man hier machen. UNO habe ich schon erzählt. Die Siedler von Catan, wir können World of Warcraft als Brettspiel spielen.
sagen, wir haben hier Secret Hitler, wer das nicht kennt, HeroQuest oder auch Descent, was ich besonders gerne mag, Betrayal at the House of the Hills, Monopoly. Wir haben hier so sehr viele Sachen im Workshop. Und das einfach mal als kleine Vorstellung. Ich kann hier auf die Tiefe dieses Programms nicht eingehen, weil ich alleine für jetzt Gloomhaven oder so könnte ich schon mal 50 Minuten reden, wie das Spiel funktioniert, wie man hier durchblättert. Und für jedes einzelne Modul müsste ich mir jetzt einfach nochmal eine Stunde aus dem Kreuz leiern, auch wenn ich jetzt hier die Skitarii oder sowas aufmache. Ja, also das ist jetzt ein richtig kleiner Einblick in die Möglichkeiten vom Tabletop-Simulator. Auch Star Wars Imperial Assault kann ich dann hier spielen, Warhammer Quest. Ich habe zurzeit, wie gesagt, noch ein kleines Problem mit der Steuerung, weil es mir nicht intuitiv erscheint. Ich habe aber auch noch zu wenig Erfahrung. Es gibt hier aber auch viele Leute, die hier sehr regelmäßig mitspielen und je mehr man damit spielt, desto, ja, größer ist halt eben auch die Lernkurve. Wenn ihr Freunde sucht, dann könntet ihr auch über die Drachenzwinge mal schauen, ob ihr da was findet. Der ein oder andere von uns hat das Spiel und sucht auch nach Spielern. Man müsste das eben mal, ja, man müsste sich hier eben mal regelmäßig treffen oder man müsste hier sowas wie einen Spielleiter finden, der sich dann in die einzelnen Spiele einarbeitet, der einem dann die Grundlagen erklären kann. Ich meine, sowas Einfaches wie Monopoly oder Uno, das wird noch jeder hinkriegen. Aber wenn es dann komplexer wird, dann geht das mal nicht ebenso einfach. Ja, das war, wie gesagt, meine kurze Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, dann könnt ihr mir die auch gerne nochmal reinschreiben. Alles kann ich hier, wie gesagt, nicht zeigen, aber das ist ein kleiner Überblick. Und falls es euch gefallen hat, dann könnt ihr ja mal überlegen, ob es eine Investition wert wäre. Bevor ich es vergesse, zeige ich euch noch einmal die Funktion. Ja, ich hatte ja gesagt, wir können uns dann auch hier so etwas laden. Jetzt habe ich hier so ein paar Miniaturen. Wir haben hier ein paar Roboter, ein paar Space Marines, ein paar Skitarii, irgendwie abgedrehter Kram. Und das ist jetzt dieses Tablet, was ich habe. Ich kann jetzt hier reinklicken, kann entweder die Google-Suche benutzen. Tabletop Simulator und das schlägt er uns dann auch direkt vor. Kann ich auch hier benutzen. Das ist auch verbunden mit meinem Google-Account. Ich kann mich hier auch noch anmelden. Ich könnte jetzt auch bei YouTube reinschauen. Ja, wenn der Spielleiter noch irgendetwas braucht, dann kann er sich hier natürlich auch noch irgendwas raussuchen aus dem Internet. Muss dann nicht aus dem Spiel heraustappen, sondern kann das auch direkt hier in-game suchen. Ich glaube, man kann das auch so einstellen, dass dann nur der Spielleiter reingucken kann. Das heißt, wenn man als Spieler connected ist, dann könnte man hier die Suchergebnisse gar nicht sehen. Ich bin jetzt hier im Spiel natürlich noch nicht eingeloggt, aber auch das könnte ich im Prinzip machen, dass ich mich über dieses Spiel dann zu meinem Account in die Drachenzwinge verbinde, da also dann auch noch was nachgucken. Ich finde es super interessant. Und damit ihr noch einmal den Tableflip seht, können wir das einfach mal tun. Und damit ist mein schönes Spiel ruiniert. Ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss. Ich verabschiede mich von euch und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.